Guten Morgen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Wir schauen auf die Tagesenergien. Es ist Freitag, der 10. März. Ja, ich glaube, der 10. März 2023. Und ich fange diesen Tag mal mit einer Weisheit an. Mal schauen, welche Inspiration uns hier heute finden möchte und was diese Inspiration mit uns macht. Was hinter mir liegt und was vor mir liegt, ist nichtig im Vergleich zu dem, was in mir liegt. Mit anderen Worten, kram nicht in der Vergangenheit rum. Die Dinge, die geschehen sind, sind geschehen. Daran kannst du nichts mehr ändern. Die kannst du natürlich, um sie zu verarbeiten, immer wieder an die Oberfläche kramen und immer wieder. Aber trotzdem möchte diese Karte dir mitteilen, dass es gut ist, die Vergangenheit auch mal abzuschließen, in Frieden abzuschließen, Frieden zu machen mit den Menschen, die dir nicht gut getan haben. Dafür musst du nicht zu denen laufen und sagen, ich verzeihe dir. Das kannst du im Geiste tun. Das ist genauso wertvoll. Gib's ab ans Universum, aber befreie dich von diesen alten Lasten. Und was vor dir liegt, da, ne, kannst du natürlich deine Wünsche manifestieren, dir visualisieren, wie denn deine Zukunft aussehen mag. Aber trotzdem, das Allerwichtigste ist, du hast dich und was in dir liegt, ist ein unendliches Potenzial. Und schau dir das an. Schau dir das an, was ja das Universum mit dir mit auf deinen Weg gegeben hat. Und all dieses Potenzial kannst du an die Oberfläche holen, um dir die Zukunft so zu kreieren, wie du die Zukunft gerne hättest. Wenn dir jemand im Weg steht, deinen Job zu wechseln, dann bist du es in der Regel selbst, weil die Konsequenzen, ja, mit Konsequenzen kann man leben, wenn man damit leben möchte. Ein Ja, aber ist immer einfacher als ein Ich mache es. Yes, I can. Okay, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen genauer, was dieser Freitag so im Gepäck haben möchte. Ich nehme die Kipper nochmal. Spirit, um was geht es hier an diesem Freitag? Was kommt auf meine Zuschauer zu? Und ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei allen, die mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo schenken, falsche Personen, Verzweiflung, Diebstahl. Ja, das ist es, ne? Wenn du in deinem Leben noch Menschen hast, mit denen du eigentlich gar nicht so gut kannst, die aber, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel zu deinem Freundeskreis gehören und dir immer wieder so Dinge zuflüstern, die im Grunde manipulativ sind. Vielleicht schaust du immer mehr dahinter. Vielleicht gibt es auch Menschen, die dich in die Verzweiflung treiben. Davon darfst du dich heute befreien. Egal, ne? Welche Menschen das sind. Du wirst es ja merken. Es wird jemand sein, der dir einfach nicht gut tut. Und davon darfst du dich heute befreien. Könnte im ersten Moment ein bisschen unkomfortabel sein, aber wenn du die richtigen Worte wählst und besonnen an die Geschichte herangehst, ja, wirst du am Ende dich befreit fühlen. Ich lasse es mal so stehen, ihr Lieben. Bedanke mich für euer Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal und bleibt mir alle gesund. Bis dann.